Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Hallo zu Inside Markets hier von der Frankfurter Börse. Finanzjournalistin Sissi Heidmannick und ich haben heute André Stagge zu Gast. Der Portfolio-Manager und Börsenprofi wird mit uns heute über Börsenstrategien reden, über die Santa Claus Rally und über den Januar-Effekt. André, schön, dass du da bist. Wir fangen mal mit der Santa Claus Rally an. Was ist das überhaupt? Ja, Manuel, die Weihnachtsmann-Rallye ist ein ganz spannendes statistisches Phänomen. Tatsächlich haben Wissenschaftler herausgefunden, dass die Handelstage vom 15.12. bis zum 5. Januar, also diese 21 Kalendertage, tatsächlich die beste Periode waren in den letzten 68 Jahren, um Aktien zu kaufen und entsprechend long zu sein. Ist das das, was man allgemein immer liest als Jahresendrallye? Ja, genau. Das ist genau die Idee der Jahresendrallye, dass hier die Kurse tatsächlich ansteigen. Man hat eine Trefferquote von 75%. Wenn man es viermal macht, hat man also dreimal recht. Und man gewinnt 1,89% im Durchschnitt. Das sieht also statistisch sehr, sehr gut aus. Kannst du es noch ein bisschen belegen? Ja, das ist eben auch die spannende Frage. Die Statistik und die Vergangenheit ist natürlich das eine. Warum ist das so? Warum kann das auch dieses Jahr und nächstes Jahr wieder der Fall sein? Ich glaube fest daran aus drei Gründen. Der erste Grund ist Window Dressing. Die institutionellen Fondsmanager, so wie ich damals, die sind einfach angehalten, zum Jahresende ihre Kassenquoten runterzufahren. Denn im Jahresbericht wird ausgewiesen, wie viele Aktien du hast und wie viel Kasse du hältst. Und gerade wenn die Märkte ansteigen, möchtest du natürlich wenig Kasse zeigen und entsprechend eine hohe Aktienquote haben und kaufst damit in einem Aktienmarkt, der vielleicht eh nicht so stark liquide ist und kannst mit geringen Umsätzen den Markt weiter nach oben bringen. Der zweite Grund dafür ist, dass du eben auch neben dem Window-Dressing einen Anreiz hast, der Vorstände, aber auch der Portfolio-Manager, die zum Jahresende natürlich hohe Bewertungen haben möchten, weil dadurch auch die Boni ansteigen. Denn am 31.12. ist natürlich auch Bonuszeit, da wird dann abgegrenzt. Und wenn dein Fonds oder auch deine Aktie besonders hoch steht, dann gibt es für den Fondsmanager den Bonus und für den entsprechenden Vorstand eines Unternehmens natürlich auch bessere Call-Optionen und damit eben höhere Bewertungen. Und gibt es noch einen dritten Punkt? Den gibt es auch noch, und zwar ist das ein psychologischer Punkt. Der Effekt der Santa Claus Rally oder Weihnachtsmann Rally, der wurde gerade sehr stark in den USA untersucht. Und bei den Amerikanern ist es so, sie nutzen ihr Weihnachtsgeld und die positive Grundstimmung, die im Weihnachten ist, um tatsächlich auch in den Aktienmarkt zu investieren. In Deutschland wäre das undenkbar, aber bei den Amerikanern, die nutzen das Geld, was sie nicht für die Weihnachts-Shopping-Einkäufe genutzt haben, und kaufen nochmal den S&P. André, welche Rolle spielt für dich so ein Ereignis wie die Britenwahl heute Nacht? Ja, das ist natürlich spannend und wir sind ja auf Jahreshöchstständen im DAX. Und die Frage ist natürlich, kann da jetzt so eine Santa Claus Rally nochmal kommen? Und meine Antwort ist ganz klar ja. Denn wenn ich mir die Fondsquoten angucke, also die Kassequoten in den Fonds, sind wir noch bei 6-7%. Und das kann definitiv noch weiter zurückgebracht werden. Und die Santa Claus Rally sagt eben auch in der Statistik, dass wenn das Jahr schon sehr gut war und der DAX ist ja um über 25% gestiegen, dass dann gerade das Jahresende nochmal besonders gut ist. Und diese Britenwahl, die hat uns eben jetzt auch nochmal einen positiven Schub nach oben beschert. Vieles von dem Schub ist ja wirklich psychologisch bedingt. Wie viel Psychologie ist bei dir dabei, wenn du Twitter-Meldungen von Trump liest? Ja, Psychologie ist die Börse und das macht sehr viel aus. Und deswegen finde ich es eben gut, in seinem eigenen Anlageprozess auch auf Statistik zu achten. Ich probiere da immer einen ganz klaren Rahmen zu setzen. Und natürlich, Donald Trump gibt sehr viele Informationen. Gestern wieder eine Entspannung im Handelskonflikt, dann über Nacht eben die Parlamentswahl in UK. Ich denke aber, man sollte sich trotzdem auf seine Strategien besinnen. Und wenn eben so ein Setup ist, dass die Märkte schon gut gelaufen ist, wenn dann eben Donald Trump auch positiv twittert, dann glaube ich umso stärker auch, dass eben, obwohl es sich sehr schwer anfühlt, jetzt auf diesen Höchstständen zu kaufen, durchaus die Rallye nochmal weitergehen kann. Aber reagierst du dann kurzfristig mal auf so ein Signal? Sowohl als auch. Ich bin ja Trader und Investor am Herzen, das heißt langfristig bin ich investiert, da stört mich das jetzt eher weniger. Aber trotzdem gucke ich täglich auf die Märkte und probiere natürlich auch solche Chancen mitzunutzen. Wir schauen jetzt gleich im zweiten Teil des Interviews auf den Januar-Effekt. Was der fürs Gesamtjahr aussagt, das klären wir nach dem Veranstaltungshinweis. Jede Woche sprechen wir ja hier über die kostenlosen Börsenseminare der Trading House Börsenakademie. Und heute haben wir mit André auch jemanden hier, der diese Kurse ja selber gibt. André, erzähl uns doch mal ein bisschen so aus dem Leben, was für Themen habt ihr denn da? Ja, das ist ein total spannender Tag, den das Trading House hier anbietet, die Trading House Academy. Von 10 bis 16 Uhr werden ganz verschiedene Themen besprochen. Es geht um Anlagepsychologie, es geht um die Instrumente, die man handeln kann. Wenn ich selber da bin, stelle ich eben auch meine Börsenstrategien vor. Wir gehen in die Makrosituation mit rein und wir tun eben einen Tag alles dafür, um Börsianer auszubilden, damit sie bessere Anlageentscheidungen treffen und im Trading Geld verdienen.
Kann man da wirklich an einem Tag was mitnehmen? Ja, absolut. Also wir haben ja auch immer Feedbackbögen dabei und die meisten sind wirklich total begeistert. Viele empfehlen das auch weiter und ich kann jedem nur raten, da wirklich mal vorbeizukommen. Es ist komplett kostenlos und das für einen ganzen Tag voller Wissen, voller Informationen. Und ich glaube, das ist ein unglaublich tolles Angebot, was man mal annehmen sollte. Auch keine versteckten Kosten hintenrum? Nein, selbst der Kaffee und das Essen ist umsonst. Also du kannst wirklich alles komplett mitnehmen, kannst unglaublich viel lernen. Du kannst auch mit anderen Tradern in Kontakt kommen. Es sind meistens zwei Referenten vor Ort, der Wolf Dreistein und ich. Du kannst eben auch mit uns sprechen und für viele ist es unbezahlbar, weil wenn du nur eine gute Börsenentscheidung triffst, dann hat der Tag dich nicht Zeit gekostet, sondern du hast tatsächlich Geld damit auch verdient und genau darum geht es ja an der Börse. André, für wen ist das gemacht? Ist das nur für Anfänger oder kann man da auch als Fortgeschrittener noch was lernen? Ja, die Frage erreicht mich manchmal auch per E-Mail, Sissi, und viele denken, Mensch, ich habe doch jetzt gar keine Ahnung, passe ich da hin? 100% ja, weil du kannst ja deine Fragen stellen und auch wenn du Fortgeschrittener bist, du nimmst immer etwas mit. Weil du kannst ja mit den Referenten dich unterhalten und gerade im Nachgang ist dann auch noch Get Together. Also da werden dann wirklich jede Frage wird beantwortet und jeder kann davon profitieren. Anfänger genauso wie die Profis. Wie ist das Seminar aufgebaut? Es geht von 10 bis 16 Uhr. Wir haben 3 oder 4 Pausen drin. Das hängt immer ein bisschen davon ab. Es sind verschiedene Themenblöcke. Es wird über Trading-Psychologie gesprochen, über Instrumente, über Blue Star. Und ich stelle dann meistens meine Börsenstrategien vor und sage etwas zur aktuellen Marktlage und gebe eben auch ganz konkrete Handelsempfehlungen, wie man sein Geld an der Börse vermehren kann. Das heißt, ein bisschen Bildung tatsächlich, mal Wirtschaftsbildung. Klingt doch gut, wenn euch das jetzt Lust gemacht hat, dann schaut doch mal auf die Webseite, da sind die Termine schon fürs nächste Jahr aufgeschrieben. Am 13.01. in Berlin, da werde ich auch kurz vorbeischauen und über die Sendung reden. Dann in Frankfurt am Main, München, Hamburg, Köln, wieder Berlin, Stuttgart, Düsseldorf, Frankfurt am Main. Also viele, viele Termine in den meisten großen Städten in Deutschland. Wenn ihr da mehr Infos wollt, dann schaut auch auf trading-haus.de. Und wir haben eine zweite Börsenstrategie, über die wir gerne mit dir reden wollen. Das ist der Januar-Effekt. Was steckt nun wieder dahinter? Ja, wenn das Jahresende jetzt gut war, ist natürlich die Frage, was bringt das Börsenjahr 2020? Und der Januar-Effekt oder 5 Tage bestimmtes Börsenjahr ist eine weitere Strategie, die ich im Investment sehr gerne nutze. Und zwar haben Wissenschaftler herausgefunden, in Rückrechnungen bis 1943, also über 80 Jahre zurück, dass die ersten 5 Handelstage für das Börsenjahr absolut entscheidend sind. Wenn die ersten 5 Handelstage im Januar positiv waren, dann gibt es eine 89%ige Wahrscheinlichkeit, dass das ganze Jahr auch entsprechend im Plus endet. Warum ist das so? Denn die ersten 5 Tage, da würde ich denken, die Leute sind noch im Urlaub nach Weihnachten und nach Neujahr, da ist vielleicht noch gar nicht so viel Volumen im Markt. Ja, das ist richtig. Am Anfang des Jahres sind viele noch im Urlaub. Es gibt geringere Volumina. Trotzdem sind die ersten 5 Tage sehr prägnant, weil im Asset Management, also in den Fondsgesellschaften, wird ja über das Jahr hinweg gemanagt. Und wenn der Jahresanfang jetzt gleich schon positiv beginnt, hat man eben auch ein größeres Risikobudget. Man kann also mehr in das Aktienrisiko reingehen und dadurch erhöht sich automatisch das Budget, das du hast. Und du kannst prozyklisch über deinen Investmentplan langfristig in dem Jahr eben mitinvestieren. André, über welche Räume sprechen wir da? Gilt das nur für den deutschen Aktienmarkt oder für den US-Markt oder gilt das insgesamt? Das ist spannend, ich habe es tatsächlich für 36 Märkte untersucht und dieses Phänomen, genau wie die Weihnachtsmann-Rallye auch, ist ein globales Phänomen. Also das funktioniert nicht nur in den USA, Europa, sondern auch in Asien oder auch in den Emerging Markets. Natürlich gibt es da kleine regionale Unterschiede, aber generell die Idee, wenn das Jahr positiv anfängt, dass es dann auch im Plus ändert, war ja auch 2019 so. Wir hatten die ersten 5 Tage im Plus, die ist eben statistisch signifikant belegt. Gibt es Branchen oder Indizes, die da vielleicht konträr dazu laufen, dass man sagen kann, wenn der Gesamtmarkt in die Knie geht, gibt es aber etwas anderes, was sich dafür vielleicht nach oben bewegt? Ja, das ist eben diese zyklische Betrachtung. Ich gehe fast auch davon aus, dass das Jahr 2020 doch ein bisschen wackeliger wird. Und dann ist die Frage, welche Branche du machst. Also nach diesen 5 Tagen habe ich das nicht untersucht, welche Branche da besonders gut funktioniert. Ich weiß aber aus meiner Erfahrung als Fondsmanager, wenn eben dann die ersten 5 Handelstage positiv sind, sind wahrscheinlich die zyklischen Branchen auch deutlich stärker. Wenn die ersten 5 Handelstage negativ sind, dann werden eher die defensiven Sektoren auch profitieren. Warum wird 2020 für dich wackeliger? Ich glaube, dass die Geldpolitik viel schon gemacht hat, viel schon erreicht hat, dass ihr mittlerweile aber ein Stück weit die Hände gebunden sind und der Markt braucht ja immer die nächste Liquiditätsspritze, die nächste überzeugende Argumentation, dass Aktien weiter steigen und die Zinsen sind ja 3-mal in den USA gesenkt worden. Aktuell geht der Markt davon aus, dass wir 2020 keine weitere Senkung sehen und ich denke, irgendwann wird der Markt mit der Psychologie auch dann sagen, Mensch, da kommt jetzt nichts mehr und das Wachstum ist zu schlecht. Deswegen können wir auf den Niveaus vielleicht auch gerade in der Jahresmitte mal korrigieren. Haben wir wieder ein spannendes Jahr vor uns, Manuel. Ich glaube, wir haben viele Themen auch für 2020. Jetzt schauen wir mal auf die Top-Empfehlungen der Trading House Börsenakademie.
Am Freitag ging es ja ordentlich hoch für den DAX. Sissi, ist er denn auch technisch gesehen interessant? Ja, das müssen wir uns angucken. Es sieht technisch gesehen auf jeden Fall sehr interessant aus. Wir haben nämlich eine 1-2-3-Korrektur hinter uns. Also drei Rücksetzer, dem ein Ausbruch folgen kann. Und das ist passiert. Und André, es ist ganz deutlich passiert. Das heißt, wir haben die Kursziele, die wir hier haben, im Grunde schon zum Teil erreicht. Ist es für dich denkbar, dass wir das Rekordhoch von 2018 noch knacken? Ja, zum Stand von heute Morgen sind es ja nur 200 Punkte, die fehlen. Und mit der Weihnachtsmann-Rallye sollte das durchaus im Bereich des Möglichen sein. Also nach dir ist viel drin, nach dieser Grafik auch eindeutig. Ein Stoppkurs sollte bei 13.000 Punkten eingezogen werden. Ich würde sogar sagen, man kann ein bisschen nachziehen, denn wir sind ja jetzt schon bei fast 13.400 Punkten. Also auf jeden Fall ein sehr interessanter Graph im Moment. Zu Weihnachten trinken viele Leute Kaffee. Ich muss gestehen, ich habe in meinem Leben noch keine einzige Tasse Kaffee getrunken. Aber wir schauen mal zumindest auf den Chart. Ist da was zu holen, Sissi? Das ist interessant. Ich trinke auch keinen Kaffee mehr. André, trinkst du Kaffee? Nur wenn ich an der Börse bin, also jeden Tag. Also grundsätzlich, die Deutschen trinken am allermeisten Kaffee. Und was schätzt ihr, wie viel Euro geben die Deutschen im Jahr für Kaffee aus? 30 Euro. 180. Wenn Sie nicht bei Starbucks einkaufen. Also erstaunlicherweise hat Manuel als Nicht-Kaffeetrinker ganz gut getippt. Es sind nur 50 Euro. Warum sind es nur 50 Euro? Weil Kaffee unglaublich billig geworden ist. Und wenn wir auf den Graphen schauen, der ist langfristig seit 2015, aber er ist noch länger auch schon ähnlich aussehend. Der Kaffeepreis ist richtig in die Knie gegangen. Was ist passiert? Die Brasilianer, die optimieren dieses Geschäftsmodell, denn die pflücken nicht mehr per Hand, die machen das industriell und machen damit viele, viele kleinere Anbauländer und auch viele kleinere Produzenten kaputt, was übrigens die Vielfalt beim Kaffee auch kaputt macht. Wir schauen mal, was jetzt hier passiert ist. Der Kaffeepreis ist zuletzt deutlich gestiegen und hat damit natürlich einige Marken durchbrochen, dass man eben eine Longchance, also einen weiter steigenden Kurs darin erkennen könnte. Und wir schauen mal, was die Empfehlung der Analysten ist. Also ein Einstieg bei aktuellem Kurs, derzeit bei 136 US-Cent pro Pfund Kaffee. Das Kursziel könnte dann sein 143 US-Cent, das wird immer noch in Cent gerechnet. Und der Stoppkurs sollte allerdings hier eingezogen werden. Das sieht man, das ist einfach die Gegend, in die dieser Preis auch zurückkommen kann. Man muss ganz ehrlich sagen, Kaffee wird künftig rein von der Produktion her nur dann teurer werden, wenn es Produktionsengpässe gibt. Also es ist ein hochriskantes Investment. Also ich würde auch gerne mal über Tee reden, vielleicht können wir das demnächst mal machen. Ja, oder vielleicht über Kakao, würde sich vor Weihnachten auch anbieten. André, was müssen wir jetzt noch machen? Auf jeden Fall danke an die Zuschauer sagen, euch bitten, die Daumen nach oben zu geben und natürlich vor allen Dingen auch mal zu einem Live-Seminar von der Börsenakademie vorbeizukommen. Ja, dann bleibt uns nur noch schönes Wochenende, vor allen Dingen mit viel Sonnenschein. Und Happy Friday, bis nächste Woche. Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie.